Dazu jetzt Fragen an den Virologen Martin Stürmer in Frankfurt am Main. Hallo, ich grüße. Herr Stürmer, sehen Sie die Reiserückkehrer als Ursache für steigende Zahlen? Das ist meiner Meinung nach zu früh. Die Herbstferien haben ja zum Teil noch gar nicht, sind auch gar nicht zu Ende. Viele sind noch im Urlaub, sind vielleicht jetzt am Wochenende zurückgekommen. Und die Infektionszahlen, die wir jetzt sehen, sind ja mindestens Infektionen, die eine, anderthalb Wochen zurückliegen. Nein, es ist die Tatsache, dass es in Deutschland einfach kälter wird. Wir verlagern unsere Aktivitäten vermehrt in die Innenräume. Zeitgleich wird vermehrt die Maske weggelassen bei unterschiedlichen Veranstaltungen und auch in den Schulen. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass wir da einfach auch steigende Zahlen jetzt sehen. Halten Sie es für möglich, dass eine unzureichende Immunisierung durch das Maskentragen erfolgte? Ja, natürlich ist das in der Diskussion, dass wir dadurch, dass wir, wenn wir uns mal rückversichern bei Freunden und Bekannten, wer hat denn eine Erkältung gehabt in den letzten anderthalb Jahren, haben die meisten mit den Schultern gezuckt. Und jetzt holen wir vieles nach, was wir in der ganzen Zeit nicht gehabt haben. Ich glaube aber noch nicht, dass wir von einem Verlernen des Immunsystems sprechen können. Natürlich holt uns das jetzt alles ein. Und je mehr wir auf Abstand und Distanz und Masken verzichten, umso mehr Infektionen werden wir jetzt auch außerhalb von Corona wieder sehen. Kleinkinder, Kinder, Jugendliche durften seit Beginn der Pandemie nur eingeschränkt Kontakt zu anderen haben und mussten stärker als sonst auf Hygiene achten. Halten Sie es für denkbar, dass auch das jetzt ein weiterer Grund für die steigenden Zahlen sein könnte? Ja, wir sehen ja, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen die Inzidenz jetzt überproportional hoch ist. Das liegt zum einen natürlich daran, dass die sich nicht impfen können. Also unter 12 haben wir ja keinen zugelassenen Impfstoff. Da sind sie völlig schutzlos der Infektion ausgesetzt. Und das in der Kombination mit der Rückkehr zur mehr oder mehr Normalität in Kindergärten und Schulen trägt dazu bei, dass wir da überproportional diese Zahlen sehen, ja. Wenn Sie das so sagen, unter 12 sind dem Virus stärker ausgesetzt. Sind Sie dafür, dass die auf jeden Fall geimpft werden? Ja, für mich ist die Rückkehr zur Normalität dann möglich, wenn alle Menschen in diesem Land eine Impfung angeboten bekommen können, auch die unter 12-Jährigen. Wir haben ja das Problem, in Anführungszeichen, was ja erstmal gut ist, dass in der akuten Phase Kinder und Jugendliche ja fast gar keine schweren Verläufe oder gar Todesfälle haben. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Mein Problem ist, dass ich noch nicht abschätzen kann, wie Long-Covid sich bei Kindern und Jugendlichen auswirkt. Insofern bin ich dafür, dass wir alles Mögliche tun, um das Infektionen bei Kindern zu vermeiden. Solange wir den Impfstoff nicht haben, sollten wir uns Gedanken machen, wie wir die Kinder schützen können. Und alle die, die sich impfen lassen könnten, die sollten es möglichst schnell tun. Nun hatten wir ja zu Beginn der Impfkampagnen das Problem, dass zu wenig Impfstoff da war. Mittlerweile gibt es Impfstoff, wenn ich das richtig einschätze, im Überfluss. Aber es ist auch eine politische Entscheidung. Nutzt man das komplett jetzt im eigenen Land oder exportiert man zum Beispiel mehr Impfstoff in andere Regionen der Welt, die es auch nötig hätten? Ja, natürlich hat man auch irgendwo eine gewisse moralische Verantwortung und man muss immer bedenken, Pandemie beschränkt sich ja nicht auf Deutschland, sondern Pandemie ist ein weltweiter Ausbruch und wir werden es letztendlich nicht schaffen, die Infektionen mehr oder weniger zu kontrollieren, wenn wir nicht in der ganzen Welt letztendlich tätig werden und mit Impfkampagnen dafür sorgen, dass sich Menschen nicht weiter anstecken können und wenn dann nur mit milden Verläufen. Also insofern ist es ein Spagat natürlich, den man hat, auch wenn wir gerade über die dritte Impfung für viele Bevölkerungsgruppen jetzt diskutieren. Da muss man eben abwägen, was ist das Risiko für die eigene Bevölkerung und was ist der Nutzen, Impfstoff abzugeben, den man im Überschuss hat. Ist es denkbar, dass die Corona-Impfung künftig zu einer ebenso jährlichen Standardimpfung wird, wie zum Beispiel die Grippeimpfung? Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir in so ein Impfschema reinkommen. Letztendlich wissen wir noch nicht ganz genau, wie sich das optimale Impfschema für Covid oder wie es sein wird, ob wir das vielleicht alle 3 Jahre nur brauchen oder wie sich das auch immer entwickelt. Aber ich gehe davon aus, dass sich diese Impfung zu einer Standardimpfung entwickeln wird, genauso wie wir es von der normalen jährlichen Virusgrippe her kennen. Und die Grippeimpfung würden Sie auch weiterhin durchaus empfehlen? Ja, definitiv halte ich das für empfehlenswert. Das ist noch nicht genau geklärt, ob wir wirklich eine nächste Grippewelle bekommen. Die letzte ist ja komplett ausgefallen durch die Maßnahmen.
Aber natürlich ist es sinnvoll, da auch vorbeugend tätig zu werden, damit eben auch unsere Intensivstationen nicht durch zusätzliche Patienten, Grippepatienten und belastet werden und dann in der Summe es vielleicht doch zu einer Überlastung kommt. Also insofern auch hier eine klare Empfehlung zur Grippeimpfung. Vielen Dank an den Virologen Martin Stürmer in Frankfurt am Main. Sehr gerne.